Dort sind Lorenzo und seine Frau. Da ist Giuliano, Lorenzos Bruder. Aber wo ist Francesco? Dort ist er. Zeit für den Schlag. Crepa! Traditore! Giuliano! Nein! Nein, im Namen Gottes, ich flehe euch an um Gnade! Keine Gnade für dich, du räudiger Hund! Stirb! 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 Deine Zeit ist vorbei, Lorenzo! Deine ganze Familie wird durch mein Schwert fallen! Abschaum! Mörder! Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed 2. Beim letzten Mal haben wir in einem der geheimen Assassinengräber mit angehört, wie die Pazzi und ihre Templer einen Angriff auf die Medici hier planen, um ja die Pazzi an die Macht in Florenz zu bringen. Und ja, jetzt sind wir hier auf den Duomo gekommen, um eben zu verhindern, dass der gute Lorenzo de' Medici von den Pazzi eliminiert wird. Und jetzt haben wir es erstmal mit einer ganzen Menge Wachen hier zu tun und natürlich mit Francesco de' Pazzi. So, ich eliminiere die alle erstmal. Bleib ruhig, Francesco. Ich eliminiere am besten erstmal seine Wachen und ich muss unbedingt gucken, dass ich dem armen Lorenzo helfe. Der sieht gar nicht gut aus, der wird hier ganz schön fertig gemacht von den ganzen Templerwachen. Und zack, wieder einer weg. Ach, okay, der will erstmal nicht, das ist mir egal. Dann erstmal die, die auch wirklich den guten Lorenzo angreifen. So, einer nach dem anderen fällt, Alter. Ezio muss wirklich gut trainiert haben. Au, jetzt fangen die sogar an zu kontern, ich glaub's nicht. Mensch. Dann gibt's eben so. Zack. So, jetzt der da unten. Wieder einer tot. So. Jetzt bleiben nicht mehr viele, mein guter Freund Francesco. Na, erinnerst du dich noch an mich? Ich bin der Sohn desjenigen oder der, ja, der Sohn von demjenigen Mann, mit dem du ja so ein bisschen im Krieg immer warst. Der dich ins Gefängnis gebracht hat und der deine Verschwörung aufgedeckt hat. Und jetzt werde ich das zu Ende bringen, was mein Vater begonnen hat. Okay, er flieht jetzt erstmal. Wir müssen uns erstmal um den guten Lorenzo kümmern. Denn der wird gleich noch weiter angegriffen. Bleib ruhig, Freundchen. Du lässt den armen Lorenzo jetzt mal schön in Ruhe. Ist immerhin ein Freund unserer Familie. Er hat mein Leben gerettet. Keine Ursache. Aber der Mann, der euch das antat, muss bezahlen. Ah, nicht jetzt. Ich brauche erst Hilfe. Zu mir nach Hause. Ich vertraue den Leuten dort. Könnt ihr... Okay, dann helfen wir dem guten Lorenzo natürlich nach Hause zu kommen. Beeilen wir uns und hoffen, dass wir nicht in noch mehr Wachen reingeraten. Ja, das kriege ich schon mit. Wir sind schon fast da. Und da kämpfen jetzt die Wachen Lorenzos, also die, die den Medici an... Oder ja, die Medici... Die Medici treu sind gegen die von Francesco de' Pazzi und den restlichen Templern. Ja, Francesco... Seid still, Signore. Spart eure Kraft. Genau einmal das... Wir sind schon fast da. Einmal das und zweitens will ich natürlich mir den guten Francesco auch noch holen. Der war ja immerhin daran beteiligt an dem Verrat an unserer Familie. Und dafür soll er büßen. Scheiße, jetzt kommen da schon wieder Wachen von Francesco. Beziehungsweise von den Templern, aber alles kein Problem. Zack. Scheiße, jetzt sag bloß, da kommen noch mehr. Komm schon. Gehen wir denen am besten einfach aus dem Weg. Oh, scheiße, da. Alter, wo kommt ihr denn her? So, dann muss ich euch eben alle eliminieren. Hauptsache, der gute Lorenzo überlebt das Ganze hier. So, zack. Lässt du bitte den armen Lorenzo in Ruhe? Hier, helft mal eurem Herrn. Verdammt. Okay, er haut ab. Gut, dann lass uns weitergehen, Lorenzo. Dann haben wir es gleich geschafft. Lorenzo ist verletzt. Aprite la porta! Wie lautet die Losung? Poliziano, öffne die verdammte Tür! Beim dreimal Größten, kommt herein! Schnell! Die Stadt ist im Krieg! Beeilung! Wartet! Ich stehe in eurer Schuld!
Sagt mir, warum habt ihr mir geholfen? Ihr seid nicht der Einzige, der einen Bruder an die Pazzi verloren hat. Ich heiße Ezio Auditore. Ah. Ihr seid Giovannis Sohn. Euer Vater war ein guter Mann. Er verstand Ehre und Loyalität. Die Leute der Pazzi stürmen den Palazzo della Signoria. Wir können sie nicht mehr lange halten. Nein, wenn sie eindringen, bringen sie all unsere Leute um und ihre eigenen Teufel an die Macht. Dann würde mein Überleben nichts bedeuten. Ich muss... Francesco de Pazzi. Helft, unsere Stadt zu retten, Auditore. Tötet ihn. Mit dem allergrößten Vergnügen. Francesco wird jetzt das gleiche Schicksal erleiden wie sein Sohn. Auch er wird sterben. Und damit werden wir einen weiteren Mann von denen umbringen, die unsere Familie verraten haben und damit unsere Rache wieder ein bisschen kompletter machen. Also dann, ihr Wachen von Lorenzo, sagt mal Bescheid, wie sieht's aus? Ich sah, wie Francesco ein Bataillon um den Palazzo della Signoria herumführte. Ich fürchte, er sucht einen anderen Eingang. Geht, bevor es zu spät ist. Tut, was ihr könnt! Ja, alles kein Problem. Francesco de Pazzi finden und töten, natürlich. Das erledigen wir doch sofort. Also dann, zum Palazzo della Signoria müssen wir als erstes mal. Da kämpfen immer noch die Pazzi gegen die Medici, beziehungsweise gegen die Wachen der Medici. Das war jetzt nicht so ganz geplant, aber okay, ich bin oben, das reicht mir. So. Dann machen wir uns mal über die Dächer auf zum Palazzo. Und schnappen uns den guten Francesco. Und dann kommen wir vielleicht auch immer weiter an denjenigen, ja, der die ganze Sache anführt. Der scheinbar auch irgendwie in Rom mit dem Papst in Verbindung steht. Zumindest haben wir das aus unserem Gespräch, oder aus dem Gespräch, das wir beim letzten Mal belauscht haben, so ein bisschen erfahren. Aber wir fangen erstmal mit den kleinen Fischen an und mit denen, die sich hier Florenz schnappen wollen, und zwar mit den Pazzi. Also dann. Als nächstes ist der gute Francesco, also dran der Vater von Vieri, den wir ja bereits auf unserem Gewissen haben. Allerdings wird das auch für ihn nicht sonderlich gut ausgehen. So viel können wir schon mal sagen. So, da vorne, das ist der Palazzo, dort, wo wir damals schon einmal eingedrungen sind, als wir, ja, zum Gefängnis wollten, um unseren Vater nochmal zu sehen, um zu erfahren, was eigentlich los ist. Von ihm haben wir dann erfahren, dass wir ein paar Dokumente dem guten Uberto Alberti bringen sollen, die ihn, ja, aus der ganzen Sache, oder ja, die den beweisen, dass er nichts mit der Sache zu tun hat, dass es etwas gegen seine Familie war, dass sich da jemand gegen seine Familie verschworen hat, also gegen die Auditores, also auch gegen unsere Familie. Allerdings haben wir da dann herausgefunden, dass Uberto der erste Verräter war. Und er war nicht der einzige. Und einen weiteren holen wir uns jetzt. Da kämpfen sie alle. Aber wo ist Francesco? Du schon wieder! Warum bist du nicht tot? Männer, erledigt ihn! Da bist du ja, Francesco. Du hast es also schon fast bis in den Palazzo della Signoria geschafft. Nicht schlecht, aber ich sag mal so, ein schlechtes Versteck vor mir, denn, ja, wie ich ja schon gesagt habe, in den Palast sind wir ja schon mal hineingeklettert, als wir unseren Vater besuchen mussten im Gefängnis, mehr oder minder. Und diesmal bin ich noch wesentlich besser ausgerüstet. Gut, ich denke, ich schalte sicherheitshalber erstmal seine Wachen aus. Als erstes am besten diesen Bogenschützen da. Der würde mir wahrscheinlich sonst ziemlich auf den Sack gehen. Aber zum Glück habe ich ja ein paar schöne Attentate. So, und kommt her. Das wäre wieder einer gewesen. So, wo sind die anderen jetzt? Wo ist denn der zweite jetzt hin? Ach, keine Ahnung. So, hier, dann kommt ihr mal her. Ich schalte lieber alle schnell aus und hol mir dann den guten Francesco, wenn alle ausgeschaltet sind. Zack. Ihr habt doch keine Chance gegen mich. Ich frage mich echt, wo der zweite hin ist auf einmal. Keine Ahnung, ist vielleicht abgehauen, als er mich hat kommen sehen. Und das war's mit dir. Ach, komm schon. Meine Güte, jetzt muckt der hier echt auf. Alter, kannst du mal aufhören mit diesem scheiß Kontern hier? So, jetzt war's das mit dir. So, Francesco, na, wie fühlst du dich jetzt? Ich bin dir schon ganz nahe. Und deine Wachen können nichts machen. Der Junge hält sich für einen Schwertkampfmeister. Du hast also Blut geleckt. Meine Männer machen kurzen Prozess mit dir.
Das glaube ich ja nicht. Ich glaube nicht, dass ich das nur verkürze. Ich werde deines verkürzen. Ja, ein... Ja, gut, es geht aber nicht nur um Lorenzo. Es geht auch darum, dass du meinen Vater verraten hast, du Schwein. So, bleibt nur noch eine Wache. Ich sehe nichts gerade, verdammt. Das war jetzt ein bisschen ungünstig. Na, komm her. Ich wollte ausweichen. Warum kriege ich diesen Ausweichschritt nicht hin? So, komm. Lass mal ausweichen und dann war's das mit dir. Zack. So, Francesco, jetzt sind nur noch wir beide da. Wache! Wache! Keiner wird kommen. Es gibt nur uns. Verdammt! Zur Hölle mit dir! Lass ab von mir! Alter, jetzt ist er ernsthaft da runtergesprungen? Hat er sich in seinen Tod gestürzt? Ah nein, da unten ist ein Heuerhaufen. Okay, dann folgen wir ihm mal. So, Francesco, na? Jetzt haust du doch ab. Bist du doch nicht mehr so mutig, na? Was ist mit deinen ganzen Wachen jetzt? Wo rennt er denn hin? Ach, auf die Dächer? Alter, ernsthaft? Du willst dich echt vor mir auf den Dächern verstecken? Das glaube ich ja eher nicht. Und das war's mit dir. Tschüss. Jetzt werdet ihr von Florenz für eure Taten gerichtet. Es ist vorbei. Alles vorbei. Besser in diesem Leben zufrieden zu sein, als es erst im nächsten Leben anzustreben. Requiescat in pace. Libertà! 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 Popolo per libertà! Libertà! Francesco!